Oh, Gott sei Dank. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Play Pokémon Perl. Wenn ihr wissen würdet, wie es hinter den Kulissen manchmal abgeht, wenn ich so ein Let's Play aufzeichne, ist es meistens eine Katastrophe. Aber naja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ganz einfach, und zwar nämlich, vielleicht hört ihr es. Es hört sich ein bisschen anders vielleicht alles an für euch, denn ich habe ein neues Headset. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich schon bei Valdi Versus gesehen haben in, ja, oder die Tage halt mal bei einem Stream oder so, keine Ahnung. Also ich habe ein neues Headset, das haben wir nochmal gesagt. Und vielleicht hört es sich alles besser an, vielleicht auch alles anders. Also für mich hört es sich wenigstens ein bisschen alles dumpfer an. Also nicht wundern, wenn ich mal ab und zu mal laut rede. Aber jetzt habe ich gar keinen Sound mehr. So. Hauptsache so, dass ich noch was höre. Was wir wissen ist, dass wir beim letzten Mal unsere Pokémon alle drei auf Level 30 gebracht haben. Haspiroa dient nur zum VM, beziehungsweise, ja, ist VM, und unser Ei, was wir auch schon vor Wochen gekriegt haben, muss irgendwann schlüpfen. Irgendwann ist es soweit, weil sonst landest du auf dem Frühstückstisch. Ja, haben in der letzten Folge auch nicht viel gemacht. Wir haben unter anderem ein bisschen geshoppt, ein bisschen gezockt, also waren in der Spielhalle, waren im Einkaufszentrum und haben auch nicht mehr gemacht. Wir werden aber jetzt erstmal Folgendes machen. Und da laufe ich nämlich jetzt hin. Wir machen einen Orden, wir machen einen Orden. Ja, einen Orden. Da sind wir jetzt. Ein Orden. Ja, eine Arena natürlich. Das hat die Schleier der Arena selbstverständlich auch. Die Leiterin heißt Hilda. Das barfüßige Kampfgenie. Das heißt, das barfüßige Kampfgenie, Kampf, dagegen ist Flug sehr gut. Also die Schwäche ist Flug. Und deswegen wird Staravia heute hier ein bisschen trainiert. Da haben wir es jetzt. So. Hey, hallo. Wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ? Die Arena-Leiterin verwendet Pokémon vom Typ Kampf. Damit erledigt sich jedes Pokémon vom Typ Normal. Aber, und jetzt hör gut zu, man mal unter uns gesagt, Arena-Leiterin Hilda sagt, dass Pokémon vom Typ Flug oder Psycho ihr richtig gefährlich werden können. So. Was steht da? Okay, ich habe geradewegs die Schwäche von Staravia, also Kampf, und natürlich die Schwäche für ihre Kampf-Pokémon, nämlich Flug. Also mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen, oder? Ich glaube wohl nicht. Deswegen geht es sofort los. Ich muss gerade erstmal gucken, wie wir hier hinkommen. Das wird nämlich ein bisschen schwer, denn wir müssen hier entweder, glaube ich, durch. Ne, genau. Oder vielleicht hier, ich weiß es gar nicht. Wir sind der Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ja, für die Hoffnung. Ich hab's anscheinend falsch betont, ne? Kann womöglich sein. Den haben wir. Klodwig. Klodwig. Nix gegen den Namen. Nix gegen den Namen. So. Medite Level 6, Level 28. Oh, das ist aber ein bisschen wenig für meine 30er, also beziehungsweise ein 2 Level Unterschied, aber hast du Flug-Pokémon bei Kampf, hast du immer Glück. So ungefähr kann man das sagen, ja. Medite ist weg. 546 XP. Und das war's schon. Und wir waren nicht genug. Gut genug. Vielleicht hast du... Und so weiter, ja. Das geht auch schnell weg. So. Okay. Komme ich nicht durch. Ich muss diese Dinger auch noch verschieben. Na, also hier komme ich so durch. Ah. Jetzt muss ich nur anders durch. Da muss ich dann so machen. So. Und dann hier wieder so. Wo komme ich dann hin? Das möchte ich mal gerne mal wissen. Na? Aha, damit habe ich dann wenigstens hier schon mal eins aufgemacht. Mehr aber auch nicht. Also, da muss ich wohl noch durch. Ne? So nehme ich hier durch. Zack. Wir sind der Karate-Vierer. Wir versetzen dir einen Schlag im Namen des Muts. Ja, für den Mut. Ja, für den Mut. Mut. Schwarzgott Darius, U3 Pokémon direkt, und sofort kommt Mashok ins Spiel. Alter, Mashok. Schick, schick, ne? Ich versuche mir immer wieder so ein weibliches Mashok vorzustellen mit Lippenstift und so. Und geschminkt. Ah, ich weiß, ich habe ein Problem. So, wir machen Aeroas. Jetzt ist das Level 25. Na, finde ich auch ein bisschen komisch. Medite 28, Mashok 25. Aber mal schauen, wie effektiv Aeroas wirkt.
Eieieiei. Gesichte. Naja, gut. Ruckzuckieb weg. Ist ja kein Kampf gewesen, ne? Ich sollte mal eher ruhig bleiben, bevor gleich hier beim Arena-Kampf alles durcheinander geht. Ne? Das weiß man auch nicht genau. So. Macholo. Wir bleiben dabei. Staravia kann sich heute sehr gute XP verdienen. Mal auch Level 25 Macholo. Wenn man euch immer wundert, warum ich Macholo oder Macholo sage. Macholo ist, glaube ich, aber die richtige Bezeichnung, ne? Ja, ist ja auch egal. Muss man so sehen oder so. So, 400 XP. Ist auch nix. Und wieder ein Mashok. Ich wechsle mal. Und zwar nicht auf Panpyro. Mal gucken, wie das klappen würde mit einem Kampffeuer gegen ein Kampf-Pokémon. Damit dann auch Staravia mal ein bisschen Pause hat. Mal schauen. Ich sag, setz mal Flammenrad ein. Tempo-Hieb würde nichts bringen. Ist eine Kampfattacke. Ein Kampf gegen Kampf ist nie gut. Ne? Gesichte? Naja. Gut, was würde... Ja, Flammrad, ne? Ja, was soll's. Oh, gut. Oh, Volltreffer. Nice, Panpyro. Sehr gut gemacht. 781 XP. Ich konnte den Sieg nicht erzwingen. 600 Poké-Dollar. Ja, konnte nicht erzwungen werden. Jetzt aber kann ich das nur hier machen. Und muss dafür extra jetzt schon den Trainer in der Mitte machen. Also den vorletzten Trainer. Ist ja auch egal. Wir sind ja Karate-Vierer. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Ja, für die Tränen! Will jetzt heulen oder was? Finde ich lustig. Ich soll jetzt heulen oder wie? Vor Freude werde ich heulen, wenn ich gleich den Orden gewonnen habe. Wieder ein Mashok. Diesmal Level 26. Ja. So. Flügelschlag weg. Ob es passieren wird, keine Ahnung. Oh, nee. Auch nicht. Ah, ja, ja. Überwurf. Oh, mein Gott. Der ist nur normal effektiv. Wenn Staravia nur ein Flug-Pokémon wäre, wäre es nicht effektiv. Wäre es nur ein Normal-Pokémon, dann Heiligsflügle. Ne? Das ist Level 31 für Staravia. Freut mich. So. Medite kommt zum Einsatz. Wir wechseln mal. Komm, Bammelin kriegt auch mal eine Chance. Das muss auch mal sein. Schließlich muss auch ein bisschen Abwechslung hier sein. Warum auch nicht. So, dann gucken wir mal. Eugen heißt er im Übrigen. Schwarzgurt Eugen. Naja, gut. Machen wir mal Wasserdüse. Unlichtattacken gehen im Übrigen generell gar nicht bei Kampf-Pokémon. Das ist eher die Schwäche von Psycho-Pokémon. Ja. Okay. Dann machen wir noch Sternschauer und dann ist das Medite weg. Habe ich gerade aus Versehen Bammelin gesagt? Ne, ich glaube, ich habe Bougelin gesagt, ne? Wenn ich Bammelin gesagt habe, meinte ich Bougelin. Entschuldigung. Ja. Kann wohl passieren. Ich bin so hungrig, ich habe keine Stärke mehr in mir. Ja, dann ist was. So, genau, dann war das so gemeint. Genau, da war noch was. Und zwar nicht das hier. Eieiei, da muss ich ja gleich hier. So. Zack. Zack. Jetzt muss ich wieder zurück. Zack. So einfach geht das. So. Damit bekämpfen wir jetzt auch den letzten Trainer. Und dann kann es Richtung Arenaleiterin gehen. Nach nur knapp 10 Minuten. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe. Ja, für die Liebe. Oh. Naja. Wenn Liebe und Schlagen... Das ist wie so eine Art Fetisch. Ich muss ein bisschen bekloppt sein.
Wieder Maschok. Wieder Level 25. Was haben wir denn los hier? Gut, dann machen wir wieder Flügelschlag. Ich hoffe, diesmal ein Volltreffer. Aber jetzt ist Staravia ein Level stärker. Und es passiert, es klappt, es reicht. Das erfreut mich. So. Wieder Maschok. Na, bleiben wir bei Staravia. Level 32 definitiv im Kasten. Kann ich jetzt schon mal sagen. Wieder Level 25. Machen wir diesmal Aeroas. Gucken, was jetzt passiert. Und? Sehr gut. Maschok auch hier besiegt worden. Und wieder ein Maschok. Das macht diesmal Bougelin. Das wird wohl eigentlich nicht gut enden für Bougelin, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Aber schauen wir einfach mal. Nur mal eine Wasserdüse, mal gucken, was passiert. Ja, zwei Wasserdüsen noch, dann wird das wohl reichen. Das würde ich mal sagen, das reicht dann wohl. Ja, eine Wasserdüse noch, also drei Wasserdüsen, das wäre dann auch wohl, ja, auch in Ordnung, könnte man sagen. So, ich würde mal sagen Sternschauer, also nochmal Wasserdüse jetzt einzusetzen, wäre unnötig. Das ist einfach so, ja. Und damit ist Maschok durch. Wir freuen uns auf 781 Erfahrungspunkte. Ah, zermalmt. Ja, zermalmt und der Weg ist frei. Zur Arenaleiterin von Schleierde. Bevor wir das aber machen, erstmal einen Supertrank. Auch wenn es nur lausige 20 KP sind. Ich hätte noch Kumu-Milch gehabt, verdammt. Und dann würde ich mal sagen... Ja, wir gehen zur Arenaleiterin. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin die Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein. Und Arenaleiterin bin ich auch nur zufällig. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann... Oh. Wahrscheinlich noch ein junger Küken, deswegen. Sieht auch so jung aus. Der dritte Arenaleiterkampf. Liebe Freunde, es geht los. Medite kommt zum Einsatz. Ich denke immer, Medite hat irgendwie so ein Sahnehäubchen auf dem Kopf oder sowas, ne? Welches Pokémon hat noch irgendwie, was auch so aussieht? Weiß ich nicht. So, los geht's. Flügelschlag, Level 27, das wird ein Klacks. Ne? Sag ich ja. Das wird ein Klacks. So einfach war es noch nie. So, Level 32 ist drin. Maschok kommt jetzt. Wir bleiben dabei. Das letzte Pokémon wird jemand anderes sein. Also, im Gegensatz zu Staravia. Ich glaube, da hier ist schon Level 30. Auch Level 27. Kann eng werden. Nice. Ein Volltreffer. Geilen Volltreffer, echt so. Level 32 für Staravia ist drin. Habe ich gesagt. Ist auch passiert. Lernt nichts Neues. Jetzt kommt Lucario. Ui, Lucario. Panpyro wird es übernehmen. Klar ist, Panpyro ist auch Kampf-Pokémon. Also Kampfattacken sind hier quasi nicht so effektiv wie halt bei Staravia oder einem Normal-Pokémon. Oh, Lucario sieht cool aus. Hatte ich in der X-Edition mitgenommen. Da sieht es ja in der 3D-Animation viel besser aus. So, Flammenrad. Ich hoffe, es bringt was. Level 30 gegen Level 30. Und ist es sogar sehr effektiv. Also war es eine sehr gute Wahl, Panpyro einzusetzen. Oh, Lucario setzt eine Beere ein. Eine Trisitu-Beere. Oh, Metallklaue. Oh, oh. Na, das ist nicht sehr effektiv. Das ist eine Stahlattacke. Aber zieht ordentlich was ab, weil es ein Volltreffer war. Wir machen nochmal Flammenrad. Und es ist ein Volltreffer ebenfalls gewesen. Das ist nice. Wirklich nice. Panpyro 1311 Pokémon, sag ich schon, XP. Level 31 direkt für Panpyro. Das ist wundervoll. Und wir haben einen neuen Orden.
Jawohl, ich muss die Niederlage akzeptieren. Das muss sie auch. 3600 Poké-Dollar. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Hier ist dein Orden. Waldi erhält den Bergorden von Hilda. Jawohl, den Bergorden. Ich sollte dir den Orden erklären. Mit diesem offiziellen Bergorden kannst du die VM-Fliegen außerhalb von Kämpfen verwenden. Oh. Oh, und das ist noch auch noch für dich. TM60! Was ist das? TM60 beinhalte Ableitlieb. Ableithieb. Ableithieb. Sie fügt Schaden zu und raubt dem Ziel KP. Hm. Einerseits gut oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ob ich es einsetzen werde, mal gucken. Upsa. Ja, wir haben einen neuen Orden. Wir können uns fröhlich Lucia? Okay. Hi, Waldi. Kannst du mir bitte helfen? Ich habe außersehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Nun wollen sie ihn mir nicht wiedergeben. Bitte helf mir. Ich warte vor dem Gelände des Team Galactics. Bitte komm. Oha. Da gibt es anscheinend Schwierigkeiten. Dass Lucia nun ihren Pokédex verloren hat. Hier stand auch irgendwo... Da steht da immer noch. Ich habe schon gedacht, da stand irgendwo noch einer. Wir gehen erstmal Pokémon heilen. Und dann würde ich auch mal, glaube ich, sagen, wir werden hier mal einen Cut machen, damit wir dann das mit Team Galactic, glaube ich, in der nächsten Folge machen können. Das jetzt irgendwie so mittendrin jetzt auch zu machen, das wäre auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen komisch, weswegen wir das dann so peu à peu machen. Also ist das heute eine recht kurze Folge für ja, fast 17 Minuten. Ist das eine recht, wirklich recht kurze Folge, muss ich sagen. Weil sonst, ihr kennt es bei uns, minimal 30 Minuten ein Let's Play. Mehr auch nicht. Deswegen speichere ich hier direkt und würde mal sagen, wir haben den dritten Orden. Obwohl, wir gucken uns den erstmal nochmal an hier, damit wir ein bisschen Zeit schinden können. So, guck mal hier. Da ist er! Ja, damit haben wir viel Spaß. 3 von 8 Orden. Das ist doch mal schön. Ja, und deswegen speichern wir jetzt auch mal und sagen, dass die heutige Folge jetzt mal vorbei ist. Auch wenn sie jetzt knapp 17 Minuten lang ist, ist eigentlich auch egal. Beim nächsten Mal wird sie wieder etwas länger. Hoffe ich zumindest. Und sonst würde ich mal einfach mal sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, jeden Montag gibt es Pokémon hier bei DerchoTV. Dienstags gibt es Gameboy Time und mittwochs gibt es ein Sims Let's Play. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder das nächste Mal hier bei unserem Let's Play oder in anderen Formaten diesem tollen YouTube-Channel. Dankeschön und tschüss.